Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Hearthstone. In der letzten Episode habe ich zwei glorreiche Niederlagen in der Arena erlitten und ich hoffe, es wird heute besser sein. Wenn nicht, war es das mit diesem Arena-Durchgang. Das wäre doch ein wenig kurz gewesen. Thrall gegen Na toll, und auch noch ein Magier. Also nächstes Mal, wenn ich die Magier zur Auswahl habe, werde ich definitiv wieder den Magier nehmen und nicht herumexperimentieren wie jetzt. Ja. Wunderbar. Ich lege einen 4er-Drop weg und bekomme einen 5er-Drop. Beschissen. Wenn er jetzt keinen Diener spielt, kann er wenigstens durch den schon mal 3 Schaden. Ernsthaft? Will der mich verarschen? Irrisch? Kann ich Bedarf würfeln? Fuck you. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Rüstung, spring sie weg. Oh, der Schaden geht auch auf mich. Interessant. Doof. Aber okay. Wahrscheinlich wird jetzt ein Beutehamster verwenden, um meinen kleinen Goblin zu töten. Ja. Ach, der. Mit dem Irbisch greift er an. Ja, macht er. Und ein instabiles Portal. Und da kommt jetzt was Böses raus. Okay, Lebagnum. Da gäbe es deutlich schlimmere Sachen, die er jetzt hätte bekommen können. Und da hätte es auch jetzt deutlich bessere Totems gegeben, die ich jetzt bekommen hätte können. Aber gut. Es kann schlimmer kommen. Ja, irgendwie schon, aber fällt mir gerade nichts ein. Egal. Ja, Junge, was? Ich frage mich, ob... Ja, du fragst dich, ob du aufgeben sollst? Ja, aufgeben. Das ist eine gute Idee. Wird er aber, glaube ich, nicht tun, diesen Gefallen. Gut. Ja, war klar. Und der Angriff jetzt ist auch klar. Das fehlt halt dem Schamanen oder meinem Schamanen der Kiers ziemlich der Flächenschaden. Gut, das wäre jetzt schon interessanter, aber eben auch noch immer das Problem, dass ich keinen Flächenschaden habe, den ich jetzt gut gebrauchen könnte, um mit einem Schlag seine Feldhälfte leer zu räumen. Gut, da tradet er jetzt und greift den anderen beiden an und macht 4 Schadenspunkte, solange ich ihm nichts anderes in den Weg stelle. Ist jetzt halt so. Macht die Sache auch überhaupt nicht besser. Nächste Runde kann ich dann wenigstens den Herrn der Arena dazwischen stellen. Tollen Gurubashi. Die kann jetzt doch selbst anschießen, wenn er das nächste Mal dran ist, und dann auch mit den Herren der Arena in einem Zug wegfegen. Alles ganz suboptimal, wie es gerade läuft für mich. Das könnte wirklich eine ganz billige Niederlage für mich werden. Eigentlich peinliche Niederlage, für ihn billiger Sieg, so. Ja, soll ich den jetzt überhaupt runterlegen, den Herrn der Arena, weil den wird er mir jetzt einfach so wegräumen. Nein, ich spiele mal den Ritter der silbernen Hand runter. Knappe, mir zur Seite. Vielleicht die Chance schon bereit, höher, dass ich irgendwie das Ganze so... Knappe, mir zur Seite. Ich hätte schwören können, ich habe schon den Diener ausgespielt, nachdem er das Geheimnis runtergelegt hat. Das ist natürlich noch beschissener, obwohl ich habe hier nichts auf der Hand, was nicht dämlich wäre, wenn er es kopiert hätte. Obwohl, na gut, ein paar wären halbwegs in Ordnung gewesen. Okay. Dann will ich mal jetzt ein paar zu killen. Autsch.
Ja, ist gut. Hab kapiert. Du wirst mich niederprügeln. Die Tore sind geöffnet. Muss jetzt sein, sonst macht er mich fertig. Wenn er jetzt eine Verwandlung hat, ist ihm die Aktion von mir gerade scheißegal gewesen. Und er wird ihn einfach verwandeln. Wenn nicht, muss er jetzt seinen Gurubashi opfern oder irgendwie mit Hilfe von dem über mich drüber kommen. Oder über, besser gesagt, über den Herrn der Arena kommen. Ich frage mich, ob... Ach ja, da war ja noch was. Ganz kurz vergessen. Kann ich Bedarf würfeln? Justin, wir haben ein Problem. Wir haben ein sehr großes Problem. Bitte ein Spotstotem, bitte. Ja. Ich würde mal sagen, das war's. Nein, das war's. Das war's. Danke. Die blöde Eule hätte ich früher gebraucht, hätte ich in den Gurubashi entschärfen können, aber so. Man steht jetzt einfach über mich drüber und ich fliege nach 3 Niederlagen in Folge auf der Arena. So schnell kann es wirklich gehen. Gott. Das war jetzt eine peinliche Runde, wirklich. Gut, Geld habe ich jetzt genug für noch 2 weitere Arena-Gänge, aber... Bäh. Nach der Niederlage... Ja, merke, nicht versuchen, mal so alte Gewohnheiten zu brechen, sondern das tun, was man weiß, dass man kann. Gut. Das wäre es dann mit dem Arena-Durchgang gewesen, nach 2 grandiosen Episoden, wenn man jetzt die Deckzusammenstellung nicht mitzählt. Ich hoffe, ihr habt euch wenigstens ein bisschen unterhalten und ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Und dafür wird auch beim nächsten Mal dabei sein, wenn ich wieder versuche, mich in der Arena zu behaupten. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.